Hallo, guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich, Sie zur ersten Ausgabe unseres interaktiven Telefonforums Gesundheit Live hier in den Räumen des offenen Kanals begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Klaus-Peter Kirsten und ich werde Sie in der kommenden Stunde begleiten und Ihre Fragen, Anregungen, Meinungen an den Mann bringen, an unseren heutigen Studiogast. Das wird Privatdozent Dr. Med. Joachim Böttcher sein. Ja, worum geht es? Dieses Telefonforum, ich sagte es bereits, wird live ausgestrahlt, wird dann in der Sendeschleife des offenen Kanals verbleiben. Wir werden uns einmal monatlich, künftig ab März, jeweils am ersten Mittwoch ab 18.30 Uhr live für Sie hier melden und werden die Sendung mit Gesundheitsexperten, das können also Mediziner, Psychologen, Ernährungswissenschaftler, Physiotherapeuten, also die ganze Palette derer sein, die sich in irgendeiner Form mit Gesundheit beschäftigen. Sie, meine Damen und Herren, sind die Hauptakteure dieser Sendung, denn es geht um Ihre Fragen, um Ihre Meinung. Und deshalb hätten wir es natürlich sehr gern, wenn Sie rege vom Telefon, vom E-Mail Anspruch oder Zuspruch nehmen würden und uns hier anrufen würden, beziehungsweise uns Ihre Fragen mailen würden. Noch eine Anmerkung, wir werden künftig am Ende einer jeden Sendung die beste, die spannendste, die aufregendste Zuschauerfrage auswählen. Das machen wir ganz unbürokratisch, das wird also unser jeweiliger Studiogast machen. Der wird also sagen, das war heute besonders herausfordernd, vielleicht für mich. Und wir werden Ihnen dann eine kleine Anerkennung in Höhe von 50 Euro zukommen lassen. Ja, aber auch wenn Sie diese 50 Euro nicht gewinnen sollten, ich wünsche Ihnen natürlich Glück dafür, vielleicht bleibt am Ende doch ein Bildungs-, zumindest ein Informationsgewinn. Ja, ich komme nun zu unserem ersten Studiogast, freue mich ganz besonders, heute und hier Herrn Privatdozent Dr. Med. Joachim Böttcher begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Dr. Böttcher. Guten Tag, Herr Kirsten. Sie sind Chefarzt des Institutes für diagnostische und interventionelle Radiologie am SAH Waldklinikum Gera. Und das bereits seit 2,5 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Seit 2008. Seit 2008 bereits. Also ist es doch schon etwas länger. Mhm. Wir haben diese heutige Premierensendung mit dem Titel überschrieben, wie viel Röntgen braucht der Mensch? Möglichkeiten und Grenzen der modernen Radiologie. Und bevor jetzt unsere Zuschauer zu ihrem Computer springen oder zum Telefonhörer greifen, meine erste Frage an Sie. Ich habe mich in Vorbereitung dieser Sendung ein bisschen im Internet umgeschaut. Es wird in Deutschland exorbitant viel geröntgt. Also ich bin auf die Zahl gestoßen, dass derartige Untersuchungen zwischen 2006 und heute, also 2011 war wohl die Zahl, um 40%, also um fast die Hälfte zugenommen hat. Meine Frage an Sie, wird in Deutschland, wird vielleicht in Ihrer Klinik zu oft geröntgt? Eine gute Frage und letztendlich muss man sie mit Ja beantworten. Es ist schon so, dass die Radiologie heutzutage doch durch die vielen, vielen auch detaillierten Fragestellungen, die wir bekommen von den klinischen Partnern, doch immer wieder neu herausgefordert wird im beruflichen Alltag und immer wieder eben entsprechend auch sehr, sehr seltene und sehr, sehr komplizierte Sachverhalte abgefordert werden. Und da ist Röntgen letztendlich natürlich weiterhin letztendlich Modalität, eine Untersuchungstechnik, die sehr, sehr nachgefragt wird und irgendwo auch letztendlich sicherlich mit der dazugehörigen Strahlenexposition letztendlich zu viel für den Patienten da teilweise an Röntgendiagnostik betrieben wird. Man muss allerdings unterscheiden, Röntgen ist nicht gleich Röntgen. Wir haben unter dem Begriff Röntgen die ganzen Verfahren, die mit einer Strahlenexposition, also mit der letztendlichen Verwendung von Röntgenstrahlen den Patienten konfrontieren.
Da müssen wir unterscheiden, einmal zwischen der CT-Untersuchung, der Computertomographie. Das ist ein Verfahren, das durch den technischen Fortschritt erheblich zurzeit gewonnen hat an Aktualität, an Innovation, an diagnostischer Aussagekraft und wird zunehmend im klinischen Alltag als auch im niedergelassenen Bereich eingesetzt. Eine Untersuchung, die allerdings eine sehr hohe Strahlenexposition hat. Mit anderen Worten, Sie setzen also die verschiedenen Verfahren wohl dosiert ein in Ihrem Institut? Ja, es ist ein, muss ich sagen, täglicher Kampf gegen zu viel Röntgen, dem wir uns auch definitiv stellen. Es ist so, dass wir auch da teilweise Unmut von Patienten, die das so primär nicht verstehen, als auch eben der klinischen Zuweiser eben durchaus dann auch einholen, leider. Aber es ist wichtig, der Radiologe als fachkundiger Arzt für Röntgendiagnostik hat die rechtfertigende Indikation zu stellen. Und mit der rechtfertigenden Indikation soll der Patient vor zu viel Röntgenstrahlung geschützt werden. Also jede Untersuchung, die angefordert wird, wird von uns explizit geprüft, ist es die richtige Untersuchung? Ist es vielleicht eine Untersuchung, die man sparen könnte, weil schon ältere Aufnahmen verfügbar sind? Mhm. Ist es überhaupt das richtige Untersuchungsverfahren? Und können wir die Fragestellung mit diesen entsprechenden Untersuchungsanforderungen lösen? Wir machen dann Vorschläge, was man besser machen könnte, empfehlen alternative Verfahren wie MRT, Magnetresonanztomographie oder Sonographie, um eben entsprechend die Strahlenexposition unserer Patienten möglichst gering zu halten. Ihr Institut ist ja sehr gut aufgestellt. Ich war selber oben, konnte mich überzeugen. Ganz moderne Geschichte da. Sie sind vor 2,5 Jahren in das neue Funktionsgebäude umgezogen. Vielleicht können Sie uns Ihr Institut so in wenigen Worten mal knapp vorstellen. Welche Möglichkeit haben Sie speziell im Klinikum in Gera? Ja, das Radiologische Institut in Gera ist ursprünglich waren es zwei Institute. Es war im Bereich Wismut Klinikum und im Bezirkskrankenhaus jeweils eine radiologische Abteilung, die jetzt zusehends fusioniert wurde, sodass wir im Bereich des Wismut Krankenhauses, was ja noch teilweise genutzt wird, entsprechend nur eine Röntgendiagnostik, Ultraschalldiagnostik und eine Mammographie-Diagnostik vorhalten, während sozusagen im ehemaligen Bezirkskrankenhaus jetzt eigentlich unser neues Klinikum, was wir gebaut haben, in dem Funktionsgebäude, was Sie ansprachen, jetzt die gesamte moderne Diagnostik sich jetzt konzentriert hat. Zwei CTs haben wir zur Verfügung, drei Röntgenanlagen, zwei Ultraschallgeräte, ein MRT und entsprechende Mammographie, eine Angiografie und Beleuchtung. Entschuldigen Sie, dass ich so unterbreche. Mhm. Sie haben ja hier im Computer so einen Überblick, wo man mal stilisiert sehen kann, was bei Ihnen alles möglich ist. Vielleicht können Sie das, vielleicht kann man das mal einblenden. Diese bildgebenden Verfahren am Klinikum. Und Sie erläutern uns mal kurz, was alles im Einzelnen für den Patienten möglich ist. Das ist so jetzt ein ganz, ganz grober Überblick mal, was wir als auch die Radiologie insgesamt an bildgebenden Verfahren dem Patienten zur Verfügung stellen kann. Da haben wir auf der einen Seite die Untersuchungsverfahren ohne eine ionisierende Strahlung, das heißt ohne Röntgenstrahlung. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite mit ionisierender Strahlung, also mit Röntgenstrahlenexposition. Und wenn wir das entsprechend nur von der linken Seite erstmal ausgehen, haben wir Röntgenverfahren. Alles, was wir eben besprochen haben mit der Steigerung der entsprechenden Expositionsraten für den Patienten zurzeit, das ist alles Röntgen. Was wir dann noch mal unterscheiden in der sogenannten Projektionsradiographie, dazu gehört die Mammographie und gehört alles, was mit Röntgen zu tun hat. Wenn ich mir den Fuß gebrochen habe, ein Röntgenbild des Fußes, der Hand, das ist alles Röntgen-Thorax, also Herz-Lungen-Untersuchung. Das wäre die normale planare oder Projektionsradiographie. Und dann müssen wir davon die Schicht Röntgenuntersuchung differenzieren. Das ist die CT-Untersuchung, die Computertomographie. Nun ist ja einzelne Patient ja mitunter überfordert. Er kommt also ins Krankenhaus, das ist ja nun erst jünger. Das passiert dann nicht so häufig. Nun wird er konfrontiert mit so einer diagnostischen Maßnahme. Quasi, wir müssen heute röntgen oder wir müssen zum MRT. Wie kann man das jetzt für, oder wie ist das für den Patienten plausibel zu machen, dass wann welche Methode eingesetzt wird? Gibt es da irgendwie Faustregeln? Wann also MRT, wann CT, wann Röntgen?
Das ist für den Patienten häufig sehr, sehr schwer durchschaubar, muss man sagen. Da wird er auch häufig, muss man sagen, überfordert. Aus dem einfachen Grund heraus, weil gerade nach den Leitlinien, also jede Erkrankung, die wir heute behandeln, hat entsprechend Leitlinien, wo eben die therapeutischen Grundzüge festgelegt werden, was also zu tun ist, um die Krankheit zu heilen oder entsprechende Komplikationen zu verhindern. Und diagnostisch sieht es genauso aus. Auch dort sind entsprechend Empfehlungen gegeben worden, welche Untersuchungsverfahren durchgeführt werden müssen, um eben den hohen Qualitätsstandard in Deutschland im Gesundheitswesen, was Diagnostik jetzt betrifft, zu halten. Und das ist für den Patienten häufig relativ schwierig. Sie haben uns ja ein paar Bilder mitgebracht von den einzelnen diagnostischen Geräten. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz das Diagramm vielleicht noch mal ganz kurz komplettieren. Dann haben wir noch die Nuklearmedizin. Neben dem Röntgen auch ein Verfahren, wo man radioaktive Stoffe spritzt in den Körper und was letztendlich auch eine Strahlenexposition verursacht. Das kann man über eine Gammakamera wieder letztendlich wie so eine Projektionsradiographie planar sich angucken. Oder man kombiniert es mit einer PET-Untersuchung, einer sogenannten PET-CT-Untersuchung, wo man dann eben wieder sozusagen Schichtaufnahmen machen kann und eben sozusagen da auch die Aktivität von Krankheitsprozessen schön darstellen kann. Auf der anderen Seite, wo wir keine Strahlenexposition haben, haben wir das MRT, eine Methode, die in den letzten Jahren um das Fünffache gestiegen ist von ihrer Bedeutung, die unbedenklich ist, was die Strahlenexposition betrifft. Es gibt da andere kleine Probleme, Herzschrittmacherträger, Implantate im besonderen Umfang, die da mal problematisch sein können, und die Ultraschalldiagnostik, die weiterhin ein ganz, ganz wichtiges Verfahren ist, auch mit Kontrastmittel durchgeführt werden kann. Jo. Ihr Institut heißt ja nicht nur Institut für Diagnostik, sondern auch für interventionelle Radiologie. Oh ja. Was ist darunter zu verstehen? Ja, das ist so, dass die Radiologie primär natürlich diagnostisch angelegt war. So Wilhelm Konrad Röntgen war ein Diagnostiker. Man ging früher hin, ging an dieses Bild. Genau, wir können Ihnen mal das Bild wieder mal kurz zeigen, mal einblenden. Mal gucken, wo ist er? Da ist er, ja. Genau. Und das war ein reiner Diagnostiker gewesen letztendlich. Und die Radiologie hat sich weiterentwickelt dahingehend, dass wir zunehmend sogenannte minimal invasive Therapieverfahren anbieten. Das heißt? Das heißt, wir machen keinen Bauch auf wie der Chirurg und schneiden. Sie gehören nicht zur schneidenden Kunst, sondern wir versuchen eben die anatomischen Strukturen zu nutzen, um mit möglichst wenig, sagen wir mal, Einfluss auf den Körper ein Maximum zu erreichen. Ich will da ein Beispiel mal geben. Wir stechen zum Beispiel in eine Arterie im Leistenbereich hinein, wie das bei einer Herzkatheteruntersuchung ist. So können wir das auch für Nierenuntersuchungen oder für die Beckenbeindiagnostik oder Gehirnarterien-Diagnostik machen und können dann in einem Gefäß letztendlich mit einem Katheter Engstellen aufsuchen, diese Engstellen darstellen, erstmal primär, und dann mit einem Ballon aufweiten und mit einer Metallstütze, einem sogenannten Gefäßprothese, einem Stent, entsprechend auch offen halten. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten in der Leber, im Bereich der Halsschlagader, im Bereich der Nierenarterien, in den Beckenbeinarterien, eben entsprechend hier krankhafte Prozesse, Verengungen von Gefäßen durch Atherosklerose entsprechend zu therapieren. Und das passiert in der Regel in einer Sitzung? Also ich muss nicht normal kommen? Das ist ein super Hinweis. Es ist früher so gewesen, dass man immer erst eine Untersuchung, eine diagnostische Untersuchung, eine Angiografie gemacht hat und hat sich erstmal angeguckt, wo liegt das Problem. Und dann hat man beratschlagt, hat überlegt und hat dann in einem zweiten Untersuchung nochmal Strahlenexposition, nochmal aufwendige Vorbereitungen und erhöhte Liegezeit im Krankenhaus dann die Therapie vorgenommen. Heutzutage ist das so, dass wir den Patienten mit dem Verdacht auf eine Gefäßerkrankung primär aufklären, zu gucken, aber auch dann zu reagieren. Und es wird schon im Vorfeld anhand von Ultraschalluntersuchungen mit den Gefäßchirurgen zusammen besprochen, welche Verfahren wählen wir, eher das operative oder das minimal invasive radiologische Verfahren, und würden dann entsprechend für den Patienten das Verfahren aussuchen, was ihm den wenigsten Stress bereitet und den höchsten Erfolg bietet, und das entsprechend dann einsetzen. Und die Tendenz geht in diese Richtung, also in die Richtung minimal invasive Eingriffe. Es wird im Prinzip eine Angiografie gemacht, also es wird in die Gefäße reingeschaut, das mal ganz profan, und dann wird gleich, wenn
die Möglichkeit gegeben ist, wenn der Befund entsprechend ist, wird auch gleich die Intervention, also der Eingriff, wird in der gleichen Sitzung vollzogen. Absolut korrekt. Ja. Und das ist das momentane Vorgehen. Genauso arbeiten wir, um eben entsprechend auch für den Patienten eine rasche und auch eine gute Lösung anzubieten. Also viele Betätigungsfelder für den modernen Radiologen heute. Wo geht denn die Reise hin? Das ist ja sicher noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich denke zum Beispiel daran, dass man dieses Röntgen ja vielleicht auch mit weniger Strahlen, sage ich jetzt mal als Laie, bewerkstelligen könnte. Wo geht also die Fahrt hin in der Radiologie? Ein ganz wichtiger Hinweis. Letztendlich ist es so, dass wir in der Radiologie, speziell jetzt erstmal im Röntgen, ganz normalen Röntgen, doch sehr, sehr viele neue Möglichkeiten technischer Art haben. Bevor wir jetzt darauf eingehen, ich habe gerade von der Regie signalisiert bekommen, wir haben Anrufer in der Leitung. Bitte schön, welche Frage möchten Sie Herrn Böttcher stellen? Los. Hallo? Ja? Ja. Schönen guten Tag, ich habe eine Frage. Warum werde ich im Klinikum noch einmal geröntgt, obwohl das schon mein Hausarzt veranlasst hat? Ja, die Frage an Sie, Herr Dr. Böttcher. Ja, das ist ein häufiges Problem, das wir immer wieder haben. Natürlich wollen wir eben gerade Röntgenstrahlenexposition vermeiden und gerade diese Doppeluntersuchung sind wir auch angehalten, über die Röntgenverordnung das auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Und das ist eine wichtige Frage, weil letztendlich im täglichen Alltag uns das durchaus immer wieder Probleme macht. Der Grund des Ganzen ist so, es gibt durchaus mal qualitativ Unterschiede, dürfte letztendlich nicht sein, aber es ist denn doch schon mal so, dass vielleicht die niedergassigen Bereich angefertigten Aufnahmen, nennen wir mal Röntgenaufnahmen, vielleicht dann nicht doch letztendlich die ganzen Fragestellungen, die sich im stationären Aufenthalt dann entsprechend stellen, dass eben hier nicht das vorhandene Bildmaterial im niedergassigen Bereich angefertigt diese Fragestellung beantworten kann. Das heißt, es kommen neue Aspekte hinzu, man muss nachbessern, nachüberlegen und dann eben die Diagnostik aktualisieren, modernisieren, anpassen. Das ist häufig ein Grund, warum dann doppelt geröntgt wird. Manchmal ist es auch so, dass sich ganz andere Krankheitsbilder und Sachverhalte ergeben im Krankenhaus auf dem stationären Aufenthalt, sodass dann eben auch hier mit weiteren diagnostischen Verfahren nachgearbeitet werden muss. Und gibt es bei Ihnen die Möglichkeit, diese Röntgenbilder vom niedergelassenen Arzt beispielsweise zu übertragen ins Klinikum? Ein ganz guter Hinweis, wir haben über Jahre eben diese Möglichkeit nicht gehabt und wir haben dann mit einer Kraftanstrengung im letzten Jahr es tatsächlich geschafft, dass die radiologischen Praxen in Gera, die den Hauptteil der Untersuchung für Gera und Umgebung durchführen, eben ans Krankenhaus angebunden werden und tatsächlich, wir können definitiv jetzt einen regen Bildaustausch, Transfer ermöglichen, sowohl von den Praxen zu uns, als auch von uns zu den Praxen und haben damit natürlich nochmal die Chance, diese Doppeluntersuchung zu vermeiden. Also Hinweis an unsere Anruferin, da ist was in Bewegung geraten. Ja. Noch nicht am Ende angelangt, aber es wird zukünftig so sein, dass weniger geröntgt werden auf muss im Klinikum selbst. Ja, ist die Frage damit beantwortet oder gibt es noch eine Nachfrage? Okay, unsere Zuschauerin scheint befriedigt zu sein, zumindest was das Röntgen anbelangt. Wir kommen nochmal zurück auf die modernen Möglichkeiten. Ja. Wir hatten davon gesprochen, was ist künftig alles noch möglich? Also die Radiologie ist ein Fachgebiet, was mich immer noch begeistert und ein Fachgebiet, was sich ständig weiterentwickelt. Und das macht natürlich unheimlich Spaß. Man ist halt als Detektiv sozusagen immer auf der Suche nach Lösungen, nach Diagnosen. Auf der anderen Seite wird man aber auch immer wieder mit sehr interessanten Neuerungen konfrontiert. Ich war jetzt kürzlich auch auf einem Kongress gewesen, wo dieses Thema, wo geht's hin, ein zentraler Punkt war. Und muss sagen, es geht, mächtige Schritte machen wir weiter in den nächsten 10 Jahren in der Radiologie. Wir gehen weg von der Darstellung der Anatomie. Dass wir also sagen, wie groß ist die Leber, ist das Leberparenchym unauffällig, hin zu Möglichkeiten, wo wir die Nuklearmedizin, also den Part mit radioaktiven Stoffen und deren Anreicherung im Körper zu arbeiten, dass wir das zunehmend fusionieren. Hinweis und auch schon etabliert ist ja das PET-CT. Vielleicht können Sie das nochmal.
Also Sie haben das ist schon angesprochen, erklären. Genau, eine Untersuchung, wo also eine computertomografische Darstellung des Körpers gemacht wird. Also Schichtröntgenaufnahmen sorgen dafür, dass der Körper insgesamt abgebildet wird, und zwar ein großer Anteil vom Körper, vom Kopf durchaus bis über den Beckenbereich. Und dann wird sozusagen radioaktive Substanz zusätzlich gespritzt, die sich dann zum Beispiel in tumorösen oder entzündlich veränderten Gewebe betont anreichert und dann eben zusammen mit dem anatomischen Hintergrund sozusagen einem ganz genau sagen kann, an welcher anatomischen Struktur, in welchem Teil des Knochens, der Wirbelsäule, in welchen Organen sind welche Aktivitätssteigerungen da, und dann weiß man zum Beispiel ganz genau, wo kleinste Metastasen sitzen und ob das überhaupt Metastasen sind oder eben ganz normale, vielleicht entzündliche oder alte entzündliche Veränderungen, kann also hier ganz genau differenzieren. Und in genau diese Richtung geht das. Wir gehen also weg von diesen anatomischen Grundlagen, dass wir eben uns Strukturen angucken, hin zu der Möglichkeit, Aktivität, Stoffwechsel und Funktionalität darstellen zu können. Und das wird sehr spannend mit PET-MRT und mit noch weiteren MRT-Techniken, wo wir sehr, sehr detaillierte Darstellungen machen können. Ja, und mir ist gerade noch eine Frage reingereicht worden, die per E-Mail gekommen ist. Welche Strahlendosis, fragt hier ein Zuschauer, tritt bei Röntgenuntersuchungen eigentlich auf? Wie und wann merkt man, wenn man eine zu große Dosis abbekommen hat? Ja, also das Tückische ist letztendlich, man merkt es nicht als Patient. Das ist letztendlich auch den Begründern der Röntgendiagnostik, zum Beispiel den Herrn Wilhelm Konrad Röntgen als Erfinder dieser Methode, durchaus auch so gegangen, dass man lange Zeit gedacht hat, Röntgenstrahlen sind ungefährlich. Und demzufolge war auch unter den früheren Radiologen am Beginn der eigentlichen Radiologie Krebserkrankungen oder auch schwerste Hauterkrankungen im Bereich der Hände waren eigentlich eine ganz normale, sagen wir mal, Berufskrankheit. Erst in dem Laufe der 60er, 70er Jahre wurde das Problem Röntgenexposition immer dramatischer bewusst. Und man hat eben entsprechend hier dann sehr, sehr genaue Referenzwerte erarbeitet. Es gibt jetzt das Bundesamt für Strahlenschutz, das über die Bundesregierung initiiert wurde, wo dann auch wirklich für jedes Untersuchungsverfahren und jede Körperregion richtige Referenzwerte existieren, an denen wir uns als Radiologen halten müssen und an denen wir auch gemessen werden. Das wird dann über die ärztliche Stelle, also über das Land, das Bundesland, als eine Institution kontrolliert in 1- bis 2-jährigem Abstand. Es werden Konstanzprüfungen gemacht, die entsprechend dann auch die Röntgengeräte und deren technische Unversehrtheit, Funktionalität überprüfen, und vor allen Dingen die Leistung der Radiologen wird anhand von Bildbeispielen überprüft und an der Indikationsstellung, ob die Untersuchung gerechtfertigt ist, überprüft. Und dann eben entsprechend auch zum Teil durchaus kritische Berichte bis hin, dass Röntgenanlagen stillgelegt werden, wenn sie den Auflagen nicht mehr entsprechen, dann auch umgesetzt. Das heißt also, eine Röntgenstrahlenbelastung von unterschiedlichen Körperregionen und letztendlich durch unterschiedliche Röntgenverfahren, sagen wir mal bedingt, kann sehr unterschiedlich sein. Also um Sie, der ja täglich Röntgenstrahlen ausgesetzt ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Eigentlich Gott sei Dank nicht mehr. Es ist alles so technisch gelöst, dass wir uns nicht mehr im Röntgenraum befinden müssen, sondern außen davor sind. Es ist mit entsprechenden Glas- und Bleibestandteilen eben entsprechend eine Abschirmung vor Strahlenbelastung sozusagen gewährleistet. Wir müssen auch jedes Jahr zu einer körperlichen Untersuchung mit Blutentnahme, weil wir eben zu den betont beruflich strahlenexponierten Mitarbeitern gehören, und es ist letztendlich auch so, dass wir auch entsprechende Dosimeter tragen. Das sind also Strahlenexpositionserfassungsgeräte, die wir dann auch ausgeben. Geiger ist quasi ein Geiger. Letztendlich. Mhm. Aber wenn man so einen Überblick mal hat, vielleicht mal ganz wichtig, wenn Sie 6 Stunden über den Atlantik fliegen, also einen Transatlantikflug machen, haben Sie 0,05 Millisievert an Strahlenbelastung. Das heißt, das ist nichts. Das ist, sagen wir mal, eine gewisse Dosis, die Sie sich da schon einfangen. 0,05 Millisievert. Wenn Sie eine Röntgenaufnahme sich machen lassen vom Fuß in 2 Ebenen, sind Sie auch ungefähr bei 0,05. Also so ein Transatlantikflug entspricht einer normalen Röntgenaufnahme.
Also Ihnen sind noch keine Patienten untergekommen, die mit solchen Strahlenverletzungen quasi ins Krankenhaus gekommen sind? Ich muss ehrlichkeitshalber sagen, ich kenne zwei Patienten, noch aus meiner Zeit in Jena. Da kann man aber, das ist jetzt davon unabhängig, das sind sehr schwer kranke Patienten gewesen, die sehr, sehr große und bösartige Lebertumoren hatten. Und dort haben wir interventionell gearbeitet, haben also damals eben entsprechend diese Tumoren verödet über angiografische und interventionelle Maßnahmen. Und Angiografie heißt natürlich, um die Gefäße der Tumoren dann zu sondieren, braucht man auch eine gewisse Zeit. Und das Medikament zu applizieren, auch nochmal Zeit. Also die waren einer erhöhten Bestrahlungszeit und Dosis dann ausgesetzt. Und da kam es dann teilweise auch zu Hautveränderungen. Das sind Verbrennungen oder wie? Verbrennungen, die dann nicht so richtig heilen wollen, die dann wie offene Wunden bleiben. Haarausfall und Rötung der Haut sind in solchen Extremsituationen von Patienten, die dann 7-8 Mal zu so einer Lebereingriff gekommen sind, sind möglich. Aber eben sozusagen auch gerade im diagnostischen Bereich, um da jetzt beruhigen zu wollen, nie gesehen worden von mir. Das darf auch nicht sein, weil letztendlich, wie gesagt, so eine Schädigung der Haut tritt bei 10 bis 20 Sievert auf. Und eine, sagen wir mal, CT-Untersuchung des Kopfes hat 3 Millisievert. Umgerechnet, wie viel Untersuchung? Oder eine Röntgen-Thorax-Untersuchung. Wie viele Röntgenuntersuchungen wären das in etwa? Naja, das sind Tausende. Tausende. Also insofern kann jeder beruhigt sein. Man muss immer bedenken, natürlich ist das eine Strahlenexposition, die Röntgen, insbesondere auch CT, machen. CT liegt immer so im 10- bis 100-fachen Bereich verglichen mit Röntgen. Ein Röntgen-Thorax, Herz-Lungen-Darstellung, hat ungefähr 0,1 Millisievert. Und wenn wir das gleiche im CT untersuchen, sind wir bei 10 Millisievert. Also da ist schon ein gewisser Unterschied. Und darum sollte man bei CT und bei allen Durchleuchtungsuntersuchungen, Magen-Darm-Darstellung, Magenröntgen, Phlebografie, Venendarstellung und Arteriografien, also Arteriendarstellung im Röntgen, immer vorsichtig sein. Aber auch dort gibt es diese neuen technischen Verfahren, von denen wir sprachen, dass wir also von dem Röntgenfilm weggehen, den entsprechenden durch Silberbromidkristalle entsprechende Umwandlung der Photonenenergie in entsprechend ein sichtbares Bild, davon gehen wir weg. Und wir gehen hin zu Speicherfoliensystemen und zu Detektoren, die um 30-70% sensibler auf diese durch den Körper hindurchdringenden Röntgenquanten sind und damit eben wesentlich weniger Röntgenstrahlung brauchen, um ein gutes Bild zu bekommen. Und es gibt ja auch neue Generationen, habe ich gelesen, von Geräten, die also im Test sind, zum Teil auch schon in der Nutzung, die also mit weitaus weniger Röntgenstrahlung. Absolut. Also in meinem Institut haben wir letztendlich hier in Gera bis auf ein Gerät sämtliche Geräte ausgetauscht und arbeiten nur noch mit Flachbilddetektoren und haben damit eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, was die Strahlenwerte betrifft und die Bildqualität betrifft. Also Entwarnung für unsere Zuschauer. Kann man sagen, aber immer noch ein sensibles Thema. Ja. Wir müssen dranbleiben und müssen da noch mehr tun. Wir haben ja jetzt auch zuletzt hier unser CT-Gerät verändert und haben hier auch nochmal neue Software aufgespielt, die sozusagen mit einem neuen Berechnungsalgorithmus, der eben die Bilddaten, die wir bekommen vom CT, anders berechnet, die Möglichkeit geschaffen, mit weniger Strahlenexposition letztendlich noch bessere Bildqualität zu kriegen. Wir haben allein nur durch diese nicht ganz billige Software für unser CT in der Rettungsstelle, wo die vielen Notfallpatienten und ambulanten Patienten kommen, pro Untersuchung bis zu 30% Strahlendosisreduktion auch wieder erreichen können. Noch sind unsere Zuschauer ein wenig zurückhaltend mit ihren Anrufen. Wir haben aber noch eine E-Mail vorliegen, die, denke ich, auch viele interessieren wird. Können Kontrastmittel, fragt ein Zuschauer, Nebenwirkungen haben?
Durchaus, durchaus. Wir müssen hier unterscheiden zwischen wieder unterschiedlichen Kontrastmitteln, die verwendet werden. Für alle Kontrastmittel gilt letztendlich, dass sie allergische Reaktionen hervorrufen können. Das ist aber auch mit jedem Grippemedikament oder Blutdruckmedikament so. Auch hier können allergische Reaktionen auftreten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass allergische Reaktionen auftreten. Wir haben es aber immer wieder mal einmal die Woche, dass mal so eine kleine Hautreaktion, aber auch manchmal im Halbjahres- und Jahresbereich auch mal eine etwas schwerwiegende allergische Reaktion auftreten kann. Sonst müssen wir bei den Kontrastmitteln unterscheiden zwischen solchen, die wir fürs MRT nutzen. Das sind gadoliniumhaltige Kontrastmittel, die sind eigentlich relativ gut verträglich, haben bisher kaum nennenswerte Probleme, auch wenig allergische Disposition im klinischen Alltag verursacht. Es gibt da ein neues Erkrankungsbild, die nephrogene systemische Fibrose, die bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion und zusätzlicher Gabe von zu stark dosiertem MRT-Kontrastmittel eine Erkrankung mit vermehrter Fibrose der Nieren und anderer Organe verursachen kann. Ein seltenes Krankheitsbild, aber da sind wir uns auch bewusst, da hat es auch Umstellungen von der Industrie gegeben und es sind Präparate vom Markt genommen worden und durch andere Präparate ausgetauscht worden. Im Bereich der Röntgen-, Durchleuchtungs-, Angiografie-Diagnostik verwenden wir jodhaltige Kontrastmittel und da gibt es zwei Sachen, dass man vielleicht wissen sollte, wo es dann auch immer wieder ein bisschen Unverständnis gibt, warum eine Untersuchung verzögert sich oder nicht durchgeführt wird, ist daran gelegen, dass wir durch das Jod bei einem Patienten, der eine Überfunktion der Schilddrüse per se schon hat, noch eine wesentlich stärkere Überfunktion der Schilddrüse verursachen können. Das kann so bedrohlicher Zustand sein, dass man intensivmedizinisch oder auch notfallmäßig aufgenommen werden muss. Das nennt sich thyrotoxische Krise. Das heißt, es wird dann durch das Jod, was ich durch das Kontrastmittel hinzugebe, bei einer eh schon stark stimulierten Schilddrüse so viel Schilddrüsenhormon gebildet, dass der Körper förmlich kollabiert. Und das ist so ein Problem, da müssen wir auf die Schilddrüsenfunktion achten. Und dann ist ein anderes Problem, dass auch die jodhaltigen Kontrastmittel durchaus Probleme mit den Nieren machen können. Hier sind auch wieder Patienten mit einer eingeschränkten Nierenfunktion etwas bedroht. Hier muss man eben durch besondere Wässerungsaktionen, also viel Flüssigkeit vor der Untersuchung geben, eventuell durch weitere Medikamente, die die Nierenfunktion leicht unterstützen und natürlich auch eine möglichst geringe Kontrastmittelgabe mit wenig Menge an Kontrastmittel versuchen eben da eine zusätzliche Nierenschädigung und Funktionseinschränkung der Nierung zu verhindern. Also mit anderen Worten, auch diese Risikogruppen müssen auf eine radiologische Untersuchung nicht verzichten, nein, sondern die wird dann ganz individuell, richtig, angepasst und festgelegt. Genau. Auch da könnte man über Ultraschall ausweichen, wo wir Kontrastmittel geben, was völlig ungefährlich, auch für die Nieren ungefährlich ist. Oder wir können im MRT-Bereich, wo die sozusagen Verträglichkeit des MRT-Kontrastmittels, des gadoliniumhaltigen Kontrastmittels für die Nierenkranken noch etwas besser ist, ändern die entsprechende Modalität oder die Untersuchungsverfahren wählen, was den Patienten am besten sozusagen die Gesundheit bewahrt. Bleiben wir noch ein bisschen bei Risiken und Nebenwirkungen. Es gibt ja auch Patienten, die scheuen sich vor dem MRT oder vor dem Computertomographen wie der Teufel vom Weihwasser. Sie wollen da nicht rein, weil sie klaustrophobische Anfälle bekommen. Was tut man da? Ja, also letztendlich passiert das immer wieder, aber wir können ja mal ein paar Bildbeispiele dann gleich nochmal zeigen. Es wird besser für diese Patienten, die Geräte werden offener, dieser Röhrenatmosphäre, dieses Bedrohliche reduziert sich. Man hat, das habe ich auch noch ein schönes Bildbeispiel, mit Lichteffekten kann man da sehr, sehr schöne Dinge tun und letztendlich für eine ruhige Atmosphäre durch Lichteinflüsse sorgen. Musik und all diese Dinge sind natürlich weitere Tricks, um den Patienten abzulenken. Aber ist es wirklich so, dass entsprechend hier wirklich starke Beschwerden bestehen, zum Beispiel nach einem Verschüttungstrauma als Bergarbeiter, da können sie nichts mehr machen. Also dann können wir diese Untersuchung nicht durchführen. Und wir geben nur ganz selten mal leicht beruhigende Medikamente, nur auf Wunsch des Patienten, wenn er es ausdrücklich möchte. Und sonst müssen wir eben auf Ultraschall oder auf andere Verfahren halt
weit ausweichen, weil zwingen kann man keinen. Und wir brauchen auch gute Untersuchungsbedingungen. Er muss ruhig und entspannt liegen, weil das wichtig ist für die Bildqualität. Vielleicht können wir ja mal so ein paar Bilder zeigen. Und wenn es dann im wahrsten Sinne des Wortes ganz eng wird, kann man immer noch aufs Knöpfchen drücken und wird dann... Selbstverständlich. Man hat eine Klingel in der Hand stets und der Kontakt über Lautsprecher ist auch stets gegeben, sodass bei der kleinsten Regung man automatisch dann aus dem Gerät rausgefahren wird und dann ist man quasi befreit. Ja, wir sehen jetzt hier so in der Mitte, sehen wir noch so ein älteres MRT, da sehen Sie das schon. Das ist ziemlich eng. Ne, das ist richtig eng. Ne, da wird es auch bei mir so ein bisschen... Das ist auch gerade für Übergewichtige... Eigentlich gar nicht mehr nutzbar teilweise. Das muss man ganz klar sagen. Und heutzutage haben wir hier mit den neuen MRTs letztendlich eben hier auch schon eine wesentlich, wie wir sagen, größere Bohrung, also einen wesentlich größeren Innendurchmesser. Und das ist ebenfalls ein neues Gerät sozusagen. Und dann haben wir hier mit den Lichteffekten die Möglichkeit, eben so ein bisschen beugend, für eine gewisse Entspannung beruhigend zu sorgen. Dieses blaue Licht oder dieses grüne Licht sorgen dann auch so ein bisschen, auch gerade wenn man Kinder untersucht, so ein bisschen dafür, dass da leichte Entspannung eintritt. Also für adipöse, übergewichtige Menschen auch auf jeden Fall die Möglichkeit, im Computer zunehmend behandelt zu werden. Ja, wir sind bei 70 Zentimeter Durchmesser des Innendurchmessers eines MRTs. Wir waren früher bei 60, also da tut sich schon was. Da zählt jeder Zentimeter letztendlich dann. Was passiert eigentlich mit Kindern, die sich einer solchen Untersuchung unterziehen müssen? Genauso wie bei Erwachsenen analog oder bestimmte Vorrichtungen? Im MRT-Bereich ist es so, dass wir häufig den Angehörigen mit in den Untersuchungsraum reinnehmen, dass ja keine Strahlenexposition macht, ist also der Angehörige auch nicht irgendwie besonders gefährdet. Mutter oder Vater befinden sich dann unmittelbar in Nähe des Kindes am Gerät, können beruhigend darauf einwirken und dann hat man in der Regel so ab 10 Jahre die Chance, dass man eine MRT-Untersuchung gut durchführen kann. Es ist allerdings so, wenn sehr kleine Kinder untersucht werden müssen, ist es häufig notwendig, mit einer Kurznarkose die Untersuchung nur durchführen zu können. Wir unterbrechen ganz kurz. Wir haben einen neuen Anrufer in der Leitung. Vielleicht kann uns die Regie den mal reinstellen. Ja, wie gesagt, es ist heute die erste Sendung, deshalb denke ich noch, so eine Zögerlichkeit ist auch von der Zeit her ein bisschen ungünstig. Wir senden zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr, sind die meisten mit anderen Dingen beschäftigt, aber ich denke, das wird sich rumsprechen. Hallo? Ja, hallo, Ihre Frage bitte? Ja, und zwar habe ich ein Implantat-Piercing und wollte mal fragen, ob ich mich da röntgen lassen kann. Herr Dr. Böttcher, kann sich unsere Zuschauerin röntgen lassen? Klare Aussage, dass wir im Bereich CT und im Bereich Röntgen keine Probleme mit Piercing haben. Da kann es zu keinen Problemen kommen. Im Bereich des MRTs ist es natürlich wieder was anderes. Das ist natürlich dann ein Metallfremdkörper in der Regel, der dann durchaus, wenn er nicht aus Titan oder aus edlem Material besteht, das meiste an Piercing-Material ist jedoch meist Titan oder sagen wir mal doch edleres Material, dann ist es so, dass eben da durchaus Überwärmungen in dem Bereich auftreten können und auch leichte Verbrennungen beschrieben sind. Also da ist es nicht ganz gut. Man sollte auch darauf achten, dass man dann noch nicht unbedingt mit einer 3-Tesla MRT-Bit gibt, also mit einer sehr hohen Feldstärke an Magnetfeld arbeitet, sondern eher mit einem 1,5-Tesla-Gerät. Das trifft auch für Tätowierungen zu. Da kann es auch durch die Eisenpartikel, die eingespritzt werden in die Haut, auch Verbrennung geben. Ist beschrieben, wir haben viele von diesen Patienten untersucht und in der Regel passiert dort nichts. Aber es ist ein Risiko, was wir auch darüber aufklären. Also dann können wir nur hoffen, dass Sie Edelmetall im Körper haben. Okay. Gut, vielen Dank für die Frage. Ja, bitte. Tschüssi. Tschüss. Ja, wir waren noch bei Kindern, das hatten wir aber, denke ich, erschöpfend behandelt. Ihre Tätigkeitsfelder, also die Tätigkeitsfelder Radiologie, erweitern sich auch immer mehr. Ja. Wenn man betrachtet, also ich habe im Vorfeld auch damit beschäftigt, die Tendenz oder die Richtung geht ja zur Zentrenbildung, gerade im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern. Sie sind in vielen Zentren, wie im Brustzentrum, im Gefäßzentrum integriert. Vielleicht können Sie etwas über diesen Aspekt Ihrer Arbeit sagen. Ja, wir haben ja in Gera, unserem Waldklinikum, doch jetzt zunehmend
eine hohe Anzahl von zertifizierten Abteilungen, die zum Beispiel das Gefäßzentrum, das Brustzentrum, Traumanetzwerk, Prostatazentrum, dann eben entsprechend auch in Vorbereitung das Darmzentrum, das Lungenkrebszentrum frisch sozusagen etabliert. Also sehr, sehr viele Schnittstellen, die wir als Radiologen auch abdecken müssen. Also jede dieser zertifizierten Abteilungen hat ein Tumorboard, das heißt, hat letztendlich ein Forum, wo einmal in der Woche der jeweilige Patient vorgestellt wird und in einer Diskussion aus dem diagnostischen Radiologen, dem Strahlentherapeuten, den Internisten und dem Chirurgen letztendlich eine gemeinsame Festlegung und den Pathologen nicht zu vergessen, der jetzt für die histologische, die eigentliche Diagnose verantwortlich ist, dann ein Therapieregime erarbeitet wird. Und da sind wir natürlich auch immer gefragt, wenn es darum geht, wie stark hat sich die Erkrankung ausgebreitet, wo gibt es eventuell Absiedlungen der Grunderkrankung und wie stellt sich die Gesamtsituation im Verlauf dar. Und da sind wir sozusagen stets Ansprechpartner, um eben hier unseren Input zu geben. Also die Radiologie in diesen Bereichen mit ihrem Durchblick unabdingbar. auch im Brustzentrum, dazu auch eine Frage, die uns per E-Mail vorhin hier reingereicht wurde. Das Mammographie-Screening-Programm fragt eine Zuschauerin, gibt es nur bis 69? Warum? Wie kann ich teilnehmen, auch wenn ich schon älter bin? Ja, also mir ist das auch nicht ganz klar, wobei ich auch nicht federführend sozusagen da beteiligt war, warum man und wie man diese Altersgrenzen gezogen hat. Sicherlich klar ist, dass das mittlere Erkrankungsgipfel für Brustkrebs so beim 62. Lebensjahr sich befindet, also so mittendrin in dieser Screening-Periode sozusagen auftreten kann. Aber es ist schon so, dass letztendlich natürlich auch Brustkrebs bei einer Frau mit 70 plus auftreten kann und dann häufig nicht ganz so aggressiv ist, Gott sei Dank, aber natürlich weiterhin lebensbedrohlich bleibt. Und insofern muss ich sagen, für mich so nicht nachvollziehbar. Und würde auch empfehlen, allen Frauen, die eben durchaus 70 plus vom Alter sind und damit eben nicht mehr zum Mammographie-Screening offiziell eingeladen werden, dass die über ihren Hausarzt oder entsprechenden Gynäkologen doch weiterhin in engmaschiger Kontrolle bleiben. Die Brustkrebsdiagnostik ist ja auch ein großes Betätigungsfeld Ihres Institutes. Welche modernen Möglichkeiten der Brustkrebsdiagnostik gibt es denn inzwischen? Also es gibt letztendlich viele, viele Verfahren, die noch nicht etabliert sind. Das ist so Lasermammographie oder auch PET-Mammographie, Dinge, die sicherlich noch evaluiert werden müssen. Nichtsdestotrotz bleiben drei ganz, ganz wichtige Bausteine. Das ist die Mammographie, die ja auch eben durch ihre gute Leistungsfähigkeit im Mammographie-Screening sich ja auch etablieren konnte. Die Mammasonographie, also der Ultraschall der Brust. Mhm. Und eine Methode, die ich sehr favorisiere und die ich als sehr elegant betrachte und auch als sehr, sehr patientenfreundlich betrachte, ist die MR-Mammographie, also die MRT-Untersuchung der Brust. Warum? Mit der MRT-Untersuchung der Brust haben wir ganz, ganz sensitive Möglichkeiten, Brustkrebs zu erkennen, auch wenn er nur 5 mm groß ist. Wir haben keine irgendwelchen Beeinträchtigungen dahingehend, dass vielleicht dichtes Drüsengewebe, was in der Mammographie ja durchaus der Fall sein könnte, den Brustkrebs verdeckt, maskiert, sondern wir können auch bei sehr dichtem Drüsengewebe, vielen zystischen Veränderungen in der Brust, trotzdem eine gute Aussage treffen, ob dort eben eine bösartige Veränderung in der Brust oder auch auf der Gegenseite entsprechend sich befindet. Immerhin sind viele Patienten, die nur auf einer Seite einen Tastbefund haben und dann auch Brustkrebs tatsächlich haben, haben immerhin bis zu 2-4% auch auf der Gegenseite schon einen kleinen Brustkrebs oder Vorstufen von Brustkrebs. Und all das können wir im MRT sehr, sehr schön darstellen. Wir können auch mal kurz eine Untersuchung uns mal angucken. Ich suche da mal was raus. Das wäre zum Beispiel jetzt so ein etwas komplexeres Beispiel einer MRT-Untersuchung, wo wir eben auf der linken oberen Seite entsprechend hier
eine gutartige Veränderung haben, die Kontrastmittel aufnimmt, die glatt begrenzt ist und auch typischerweise in einer zweiten Bildsequenz sehr flüssigkeitsreich und letztendlich sich hell darstellt. Und wir haben dann entsprechend eine weitere andere Patientin untersucht, die in der eine ähnliche Raumforderung entsprechend hat, in der rechten Brust, wo wir dann sozusagen hier, mal gucken, ob wir das mal zeigen können. Herr Dr. Pötsch, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Okay. Wir haben einen neuen Anrufer in der Leitung. Okay. Vielleicht können wir dann hier fortfahren. Gut. Ja, Ihre Frage bitte. Dauert immer ein bisschen länger. Ist ja, hallo. Hallo, mit wem spreche ich? Ja, hallo, schönen guten Abend. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist die Frau Walter. Ja, Frau Walter, Ihre Frage? Und ich hätte gern gewusst, warum MRT und Ultraschall das Röntgen nicht ersetzen können. Ja, ist das so? Ja, also das Röntgen wird sicherlich kein Verfahren sein, was wir in den nächsten Jahren vergessen können. Es ist halt einfach so, dass Röntgen in bestimmten Fragestellen immer noch eine absolut wichtige Priorität hat. Man muss zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Untersuchung von der Lunge sich genauer betrachtet, ist es so, dass wir mit Röntgen durchaus gute, mit dem CT hervorragende Darstellung des Lungengewebes haben. Aber es ist auch so, dass wir das im MRT, wir sind dran, wir arbeiten dran, aber im MRT noch nicht so leisten können. Kleinere Veränderungen des Lungenparenchyms, kleinere fibrotische Veränderungen des Lungengewebes sind letztendlich im MRT und auch im Ultraschall, also in unseren alternativen Methoden, eigentlich so nicht ausreichend darstellbar. Also zumindest die klinischen Partner sind nicht zufrieden und die Aussagen und die diagnostische Sicherheit ist auch für den Patienten nicht gut genug. Darum müssen wir gerade zum Beispiel zur Lungendarstellung mit CT arbeiten, eventuell mit Röntgen arbeiten. Aber viele andere Bereiche, zum Beispiel auch die Leberbildgebung, haben sich im MRT deutlich verbessert. Wir können dort wesentlich mehr Herde sehen, kleinere Herde sehen als zum Beispiel im CT. Aber auf der anderen Seite haben wir im MRT immer das Problem, dass Untersuchungen von der Lunge und auch vom Bauch immer auch gewisse Kooperation des Patienten erfordern. Der Patient muss sehr ruhig beziehungsweise auf Atemkommando gar nicht mehr atmen und muss halt die Luft für 20, 30 Sekunden anhalten. Das kann schon beschwerlich sein und kann eben dann auch zu Problemen in der Bildqualität führen. Darum muss man immer überlegen, wie klinisch gut und stabil ist der Patient, muss ich ein ganz schnelles Verfahren wie das CT nehmen oder kann ich auf ein MRT-Verfahren ausweichen, wo der Patient und die Untersuchung sozusagen einer längeren Untersuchungsdauer ausgesetzt sind. Ja, also Frau Walter, ganz wird man wohl auch künftig aufs Röntgen nicht verzichten können. Zufrieden mit der Antwort oder gibt es noch eine Nachfrage dazu? Nein, vielen Dank. Gut, okay. Einen schönen Abend. Ja, danke. Tschüss. Gut, kommen wir nochmal zurück vielleicht zu diesen Darstellungen. Okay, und dann ist es letztendlich so, dass wir hier in dem unteren Bildbeispiel letztendlich dann hier eben ein typisches Mammakarzinom haben. Wir haben hier eine sehr kräftige, gegenüber dem oberen Bildbeispiel, wesentlich kräftigere Kontrastmittelaufnahme, hoppala, und dann letztendlich auch eine irreguläre Begrenzung des Herdes und sehen dann auch schon auf der unteren rechten Seite dann auch hier schon Lymphknotenveränderungen, also Lymphknotenmetastasen. Das war also im unteren, die beiden unteren Bildbeispiele sind jetzt ein invasives Mammakarzinom im MRT und die oberen ein Fibroadenom, ein gutartiger Tumor, der nicht operiert werden muss. Also wenn ich das nochmal laienhaft zusammenfassen darf, der Vorteil der MRT-Untersuchung jetzt im Vergleich zum Röntgen ist der, dass man den Tumor schneller, früher in kleinerem Stadium erkennen kann. Das kann man eigentlich genauso sagen. Ja. Ja. Man kann auch viel besser differenzieren zwischen gutartigen und zwischen bösartigen Veränderungen und kann eben auch in sehr dichten Drüsengewebe kleine Veränderungen noch sehr, sehr genau darstellen. Ist aber wohl auch eine Frage des Geldes, wenn man mal Ja, das ist wieder ein guter Hinweis,
Herr Kirsten, sehr guter Hinweis. Leider, die Krankenkassen sind noch etwas gehemmt, teilweise diese Untersuchung global zu finanzieren. Das geht sicherlich, wenn man am Brustkrebs erkrankt und operiert oder chemotherapeutisch behandelt ist. Die Kassen übernehmen solche Fälle. Sie übernehmen es auch bei unklaren Lymphknotenbefunden, die auf den Brustkrebs hinweisen, und beim sogenannten lobulären Mammakarzinom. Das ist ein besonders heimtückischer Brustkrebs, der sehr, sehr spät häufig nur erkannt wird und von den entsprechenden Epithel des Drüsenläppchens ausgeht. Und auch hier ist die MRT-Untersuchung, wird entsprechend von den gesetzlichen Krankenkassen die Kosten übernommen. Aber da gibt es viel Bewegung, dahingehend auch, dass schon präoperativ und eventuell auch im Rahmen der Untersuchungen bei sehr schwer beurteilbarer Brust in der Mammographie, schon eine MR-Mammographie, auch dann bezahlt wird. Da muss man sich als Patient dann an seine jeweilige Krankenkasse wenden und hier auch eine entsprechende Frage und eine Initiative starten. Kommen wir nochmal zu Ihrem täglichen Tun. Was macht denn das Gros der radiologischen Untersuchungen aus? Also was wird am häufigsten? Also man muss es immer noch sagen, es ist das Röntgen letztendlich. Ne? Und hier insbesondere die Röntgen-Thorax-Untersuchung, Herz-Lungen-Untersuchung ist hier eine der häufigsten Untersuchungen, und die Skelettuntersuchung. Also alles, was mit Knochen und Röntgen zu tun hat. Und ich habe jetzt beispielsweise Vertrauen zu Ihnen gefasst, sage, ich möchte mich nur vom Dr. Böttcher untersuchen lassen. Ist ja nicht ganz so einfach. Ich kann ja nicht einfach ins Klinikum gehen und kann sagen, ich möchte jetzt eine Röntgenuntersuchung haben. Ja, wie ist der Weg? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben in unserem Waldklinikum nur die Möglichkeit, primärstationäre Patienten zu behandeln bzw. zu diagnostizieren. Das heißt also, es muss ein stationärer Aufenthalt vorliegen, um eben die entsprechenden Leistungen unseres Institutes dann wahrnehmen zu können. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, die für Privatpatienten natürlich zutreffen, für Berufsunfälle, also entsprechende Begutachtungen zutreffen und die insbesondere im Rahmen des Paragraphen 116b zutreffen. Das ist also MS-Diagnostik, wo wir spezielle Ambulanzen haben, oder eben Brustkrebsdiagnostik oder gynäkologische Beckentumoren. Da ist sozusagen die Möglichkeit auch gegeben, über den klinischen Ansprechpartner dann zu uns zu finden. Sonst ist es so, dass letztendlich alle anderen Patienten dann ganz normal in einer radiologischen Praxis ihren Weg finden müssen, wobei wir hier sehr gute Verhältnisse in Gera haben, was Qualität und was letztendlich auch Untersuchungstechniken betrifft. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass man eine KV-Ermächtigung braucht, um eben gesetzlich krankenversicherte ambulante Patienten zu betreuen. Und das ist für unser Klinikum eben nicht momentan verfügbar. Also doch, aber insgesamt eine gute Zusammenarbeit mit auf den niedergelassenen Radiologen hier in der Region. Da gibt es keine Probleme. Gut, wir wollen ja in dieser Sendung auch immer die Persönlichkeit, den Menschen hinter dem Titel vorstellen. Herr Dr. Böttcher, Sie sind ausgebildeter Radiologe. Wie war denn Ihr beruflicher Werdegang? Vielleicht erstmal, wo sind Sie geboren? Sie stammen ja wohl nicht von hier. Ja, ich bin in Böblingen geboren. Das ist also sozusagen im Dunstkreis von Mercedes-Benz, Sindelfingen, Böblingen, Stuttgart. Aber dann schon mit 5 Jahren nach Niedersachsen verschleppt worden. Und wohin dann genau? Dort erstmal nach Hannover. Mhm. Und da habe ich dann auch studiert in Hannover und meine Ausbildung begonnen in der Medizin, Medizinstudium, und dann eben mich erstmal in der Neurochirurgie getummelt. Das heißt also durchaus in der Gehirnchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie aktiv gewesen und dann über die Bildgebung für die Neuroradiologie, also für die Darstellung von Gehirn und von Wirbelsäule, bin ich dann sozusagen in der Radiologie gelandet und habe dann die Neuroradiologie in Hannover dann beendet und das entsprechend meine Qualifikation erworben und das fortgeführt dann in Jena.
und dort auch die allgemeine Radiologie, also alles, was sonst noch außer Gehirn und Wirbelsäule wichtig ist, dazugelernt und mich dann im Bereich Neuroradiologie nochmal vertieft und so letztendlich von Jena dann nach Gera gewechselt. Im Jahre 2000, also sind es doch schon 13 Jahre. Also 2000 bin ich nach Jena gekommen und 2000 13 Jahre im Freistaat Thüringen, ja, ansässig. Absolut. Und weil Jenenser. Absolut. Wie gefällt Ihnen Thüringen, wenn man das fragen hat, wie gefällt Ihnen Thüringen? Das kann ja so schlecht nicht sein, sonst wären Sie nicht hier geblieben. Richtig. Nein, also Thüringen ist doch das schönste Bundesland, meiner Meinung nach. Es hat genügend Freiraum, hat sehr schöne Städte, hat letztendlich viel Wald, viel Natur. Und trotzdem zentral in Deutschland, ist ja Mitteldeutschland. Und wir sind ja hier sozusagen von Berlin, Leipzig, Dresden, also wir sind eigentlich im Zentrum Deutschlands. Oder Europas vielleicht sogar. Ja. Europas, ich denke schon Europas. Sie haben ja nun ein täglich großes Arbeitspensum zu bewältigen. Dann noch das Pendeln zwischen Gera und Jena. Bleibt da überhaupt noch Zeit für persönliche Neigungen, Interessen, Familie, Hobbys? Ja, es ist schon ein bisschen eng, ist es schon. Und aber man muss sich halt einteilen, muss sich organisieren. Und es gibt dann sehr lange Tage, aber auch mal kurze Tage, damit man dann eben entsprechend auch noch mal ein bisschen Freizeit und all das bewerkstelligen kann. Haben Sie neben der Radiologie noch andere Passionen, wenn man mal fragen darf? Ja, Natur bin ich sehr verbunden und bin dort mit Wandern und allem Möglichen, was mit Natur zu tun hat, durchaus sehr engagiert. Und ansonsten mit allem Möglichen, was mit Lesen zu tun hat, auch nicht radiologische Dinge, bin ich ebenfalls, Und da bietet sich ja die Region um Jena geradezu an. Die großen Dichter und Denker sind ja auch alle in der Umgebung Jenas gewandert und haben dort gewirkt. Sehr gut, ja. Gut, wenn ich sehe gerade, Sendung geht langsam dem Ende zu, wird mir von der Regie signalisiert. Wir haben aber eine wichtige Sache noch zu vollziehen. Ich hatte anfangs ja erwähnt, wir werden heute die interessanteste, die beste, die spannendste Frage auswählen. Um es gleich vorwegzusehen, so viele waren es nicht für die erste Sendung, aber es waren ja doch ein paar ganz interessante Fragen dabei. Welche fanden Sie denn für Sie am herausforderndsten, am spannendsten? Also immer wieder spannend ist natürlich schon die Frage, warum Doppeluntersuchung? Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man immer wieder sich sozusagen klar macht, wie mache ich sozusagen eine gute Diagnostik ohne viel Strahlenexposition. Gut, dann vielen Dank. Ich glaube, es war eine Zuschauerin, die diese Frage gestellt hat. Wir werden uns dann nach der Sendung mit ihr telefonisch in Verbindung setzen und werden ihr diese kleine Anerkennung zukommen lassen. Ja, und zum Abschluss möchte ich das auch nicht vergessen, noch mein Hinweis für die nächste Sendung. Sie wird am 6. März, das wird wieder ein Mittwoch sein, 18.30 Uhr live hier im offenen Kanal Gera über die Bühne gehen. Dann, März ist jedes Jahr Darmkrebsmonat und wir haben einen sehr interessanten, spannenden Gesprächspartner gefunden, der sich auch bereit erklärt hat, zu uns zu kommen am 6. Und zwar ist das der Herr Professor Dr. Med. Uwe Will. Er ist Internist und Gastroenterologe, Chefarzt auch an der Klinik für Innere am SAH-Waldklinikum Gera. Und wir werden dann über Diagnostik, Therapie und Behandlung des Darmkrebses sprechen. Ich denke auch eine ganz spannende Sache, wo wir hoffentlich auch wieder viele Fragen von Ihnen bekommen werden. Ansonsten wünsche ich Ihnen bis dahin viel Gesundheit live und wahrhaftig. Tschüss, bis dann.